Obwohl wir auch heute wieder eine sehr tragische Geschichte diskutieren, kann ich euch diesen Fall nicht im üblichen Stil vorstellen. Das hat zum einen damit zu tun, dass nicht viele Informationen zur Verfügung stehen, zumindest noch nicht, und zum anderen ist dieser Fall noch lange nicht abgeschlossen. Normalerweise warte ich, bis der Fall abgeschlossen, die Urteile gesprochen und die Fallakten veröffentlicht sind. Doch dieser Fall begleitet mich nun schon so lange und ich möchte euch einfach davon erzählen. Selbstverständlich werde ich zu gegebener Zeit ein Update machen und euch erzählen, wie es in diesem Fall weitergegangen ist. An dieser Stelle muss ich auch eine Triggerwarnung aussprechen. Im heutigen Fall geht es um ein Kind und wir schneiden Themen wie Misshandlung und häusliche Gewalt an. Wer diese Themen nicht hören kann, sollte bei dieser Folge aussetzen. Am 30. Juni 2021 gedenkte die Familie Hutchinson dem kleinen James. James wäre nun 7 Jahre alt und wie seine Tante in einem Interview verriet, war sein Geburtstag immer das Highlight des Jahres. Wäre James noch da, würde er an diesem Tag allen, die ihm über den Weg laufen, erzählen, dass heute sein Geburtstag sei. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht würde er fragen, was heute für ihn geplant sei. Zusammen mit Freunden sang die Familie für James Happy Birthday und ließ viele bunte Luftballons in den Himmel steigen, denn James starb im Februar 2021. Der 6-jährige James Hutchinson wuchs in Middleton, Ohio auf. Er lebte mit seiner Mutter Brittany und seinen 2 anderen Geschwistern im Haus von Brittanys Freund James Hamilton. James' Mutter und sein leiblicher Vater hatten sich laut Medienberichten im Verlauf des vorherigen Jahres getrennt. Auch wenn die Eltern getrennt lebten, hatte James immer noch regelmäßig Kontakt zu seinem Vater. Aber was ist mit James geschehen? Um diese Frage zumindest teilweise beantworten zu können, müssen wir ein paar Monate zurück. Da der Freund der Mutter ebenfalls James heißt, werde ich ihn im Verlauf der Folge bei seinem Nachnamen Hamilton nennen, um das Ganze weniger verwirrend zu gestalten. Am Morgen des 28. Februar 2021 meldeten Brittany und Hamilton den kleinen James bei der Polizei als vermisst. Sie berichteten, James sei das letzte Mal am Abend zuvor um ca. 21 Uhr gesehen worden, als er ins Bett ging. Als Brittany am Morgen nach ihm sehen wollte, sei er nicht mehr in seinem Zimmer gewesen. Die Polizei reagierte sofort und begann nach James zu suchen. Die Öffentlichkeit wurde informiert und um Mithilfe gebeten. Dieser Aufruf verbreitete sich dank den sozialen Medien in Windeseile und schon bald suchte der halbe Ort nach dem kleinen James. Alle waren entsetzt. Wie konnte ein kleiner Junge in der Nacht einfach aus seinem Zimmer entführt werden? Wie wir alle wissen, wäre das nicht das erste Mal, dass ein Kind aus dem Elternhaus entführt wurde und somit waren die Nachbarn, Freunde und Anwohner in Middleton zunächst einfach nur entsetzt und schnell verbreitete sich eine Angst. War der Täter noch da? Was hat er mit James gemacht? Würden weitere Entführungen folgen? Bereits am Nachmittag verkündete die Polizei via Social Media, dass sie nicht weiter in der Umgebung von James' Haus suchen, sondern neue Informationen sie in die Gegend außerhalb der Stadt führten. Noch am gleichen Tag ließ die Polizei bei einer Pressekonferenz eine Bombe platzen, die den Fall in eine ganz andere Richtung lenken würde. Am gleichen Abend ließen die Ermittler in einer Pressekonferenz verlauten, dass sowohl James' Mutter Brittany wie auch deren Freund Hamilton verhaftet wurden. Beide erwartete eine Anklage wegen Mordes. Die Öffentlichkeit war schockiert. Der kleine James war tot. Zunächst war von einer Entführung die Rede und nun, wenige Stunden später, war die Polizei der Meinung, James sei tot. Was war da los? Wir spulen zurück zum Vormittag, als James als vermisst gemeldet wurde.
Schon während der Aufnahme der Vermisstenanzeige hatte die Polizei bereits die ersten Hinweise darauf, dass an der Geschichte etwas nicht stimmen könnte. Die Aussagen der beiden stimmten in einigen Punkten nicht überein. Im Verlauf des Tages verhärtete sich der Verdacht, dass die Polizei nicht die ganze Geschichte von den beiden erzählt bekam. Also wurden Britney und Hamilton schlussendlich getrennt voneinander befragt. Und wie sie bereits vermutet hatten, erhielt die Polizei nun unterschiedliche Geschichten von beiden Seiten. Die beiden wurden weiter eingehend befragt. Während Hamilton auf seiner Variante beharrte, knickte Britney im Verlauf der Befragung ein. Und was sie erzählte, war schlimmer als alle Befürchtungen. Sie, die leibliche Mutter von James, die Frau, die diesen Jungen 9 Monate unter dem Herzen trug und die ihn beschützen sollte. Und so soll sich alles zugetragen haben. Am Nachmittag des 27. Februar fuhr Britney mit ihrem 6-jährigen Sohn James und seinen 2 Geschwistern in einen Wildpark außerhalb von Middleton. Die Gegend war ihnen bekannt, dort waren sie schon öfters hingefahren, um zu fischen. Doch dieses Mal sollte es kein Ausflug werden. Britney fuhr ihre 3 Kinder dorthin, um sie auszusetzen. Auf dem Parkplatz vor dem Parkeingang ließ Britney die Kinder aussteigen, verschloss die Autotüren und wollte davonfahren. Als James verstand, dass seine Mutter davonfahren wollte, griff er laut Britney nach der Autotür und klammerte sich fest, während Britney Gas gab. Dies hatte zur Folge, dass James unter das Auto geriet und von seiner eigenen Mutter überfahren wurde. Anstatt anzuhalten, um nach James zu sehen, ließ sie ihn auf dem Boden liegend zusammen mit seinen Geschwistern zurück auf den Parkplatz und fuhr davon. Nach mindestens 20 Minuten kehrte Britney jedoch doch noch zurück, um nach James zu sehen und erkannte laut eigener Aussage, dass er tot war. Sie lud James' Körper in das Auto, ließ seine lebenden Geschwister einsteigen und fuhr nach Hause. Was danach zu Hause genau geschah, ist unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Jedoch wissen wir, dass entweder Britney oder Hamilton oder beide James' leblosen Körper in einem nicht verwendeten Zimmer des Hauses unter das offene Fenster legte. Dort ließen sie ihn laut Britneys Aussage liegen. Britney erzählte weiter, als die beiden anderen Kinder schliefen, fuhren Britney und Hamilton um ca. 3 Uhr nachts mit James nach Lawrenceburg, Indiana und warfen James' Körper in den Fluss. Danach gingen sie nach Hause, legten sich ein paar Stunden hin und fuhren am nächsten Morgen gegen 10 Uhr zum Polizeirevier, um James als vermisst zu melden. Nun fragt man sich unweigerlich, wieso? Wieso sollte eine Mutter ihre eigenen Kinder aussetzen wollen? Laut Britney ist Hamilton die Ursache alles Bösen. Er habe sie dazu gedrängt, ihre Kinder loszuwerden. Er habe sie dazu gedrängt, diesen Schritt zu gehen. Trotz umfangreicher Suche wurde James bis heute nicht gefunden. Entsprechend konnte die Polizei die Todesursache nicht definieren. Es bleiben nur die Aussagen von Britney und Hamilton. Beide wurden wegen Mordes angeklagt. Britney wurde einer psychologischen Begutachtung unterzogen, da sie vorgängig beteuerte, sie habe eine Lernschwäche und sei sich nicht bewusst gewesen, was da geschah und was die Polizei in den Verhören von ihr wollte. Die Gutachter stuften Britney jedoch als voll gerichtsfähig ein. Sie wartet aktuell auf ihren Prozess, der am 20. September diesen Jahres beginnen soll. Hamilton beteuert, er habe nicht gewusst, was Britney im Sinn hatte und plädiert entsprechend auf nicht schuldig. Ich vermute, dass es für die Staatsanwaltschaft vor allem bei ihm schwierig werden wird, ihn wegen Mordes verurteilt zu bekommen. Auch wenn ihn insgesamt 15 Anklagepunkte erwarten. Viele befürchten, dass Hamilton in Anführungszeichen nur wegen Vertuschung oder Beihilfe verurteilt werden könnte. Dazu muss ich jedoch auch ganz klar sagen, dass wir bis dato nicht alle Details kennen.
Wie in den meistens noch laufenden Ermittlungen veröffentlicht die Polizei nicht alles, und das ist auch gut so. Erste Priorität sollte sein, dass die Verantwortlichen ihre gerechte Strafe bekommen. In den bis dato veröffentlichten Gerichtsunterlagen ist zudem herauszulesen, dass es Hinweise darauf gibt, dass die beiden in den Tagen vor James' Tod alle drei Kinder zu Hause an Händen und Füßen gefesselt und sie so mit Kleidungsstücken im Mund stundenlang ausharren ließen. Die Aussagen der beiden ändern sich immer wieder, was es den Ermittlern schwer macht, den genauen Ablauf zu rekonstruieren. Die aktuellste Vermutung der Polizei, welche auch in den Gerichtsunterlagen vermerkt wurde, ist, dass James höchstwahrscheinlich deutlich länger in dem Zimmer gelegen haben muss und ihm danach ein Stein um den Körper gebunden wurde, bevor sie ihn in den Fluss warfen. Es wird also vermutet, dass James schon vor dem 27. Februar tot gewesen sein könnte. Die restliche Familie von James ist bis heute zutiefst schockiert. Im Hinblick auf Britneys Aussage, sie sei von ihrem Freund dazu gedrängt worden, die Kinder loszuwerden, möchte ich darauf hinweisen, was James' leiblicher Vater in einem Interview gesagt hat. Britney hätte James nur zu ihm bringen müssen. Er hätte ihn sofort aufgenommen. Auch James' Tante äußerte sich dazu und erklärte, sie hätte James ohne Zögern aufgenommen. Erwähnenswert finde ich in diesem Zusammenhang auch die Aussage der Polizei bezüglich Britneys Verhalten. Nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen war, zeigte Britney laut den Ermittlern keinerlei Reue. James' Geschwister, welche 7 und 9 Jahre alt sind, wurden noch am Tag von James' Vermisstenmeldung aus der Obhut von Britney in eine sichere Umgebung gebracht. So wie ich es verstanden habe, haben nicht alle drei Kinder den gleichen leiblichen Vater. Nicht vorzustellen, was die beiden Kinder durchgemacht haben. Mit 7 und 9 Jahren waren sie alt genug, um zu verstehen, dass die eigene Mutter sie nicht nur aussetzen wollte, sondern auch noch ihren kleinen Bruder überfahren hat. Ganz geschweige von der Autofahrt zurück nach Hause mit ihrem toten Bruder im Auto. Und ich will gar nicht wissen, was in den Stunden danach und zuvor in diesem Haus vor sich ging. Wenn Britney die Kinder dort aussetzen wollte, wie hat sie sich den Rest vorgestellt, frage ich mich. Nehmen wir mal an, Britney wäre nicht mehr zurückgekehrt. Die Kinder waren alt genug, um den Weg zurückzugehen. Sicherlich wäre früher oder später ein Autofahrer auf sie aufmerksam geworden. Sie hätten erzählt, was geschehen war, und Britney hätte Probleme bekommen. Wie konnte sie denken, dass sie mit dem Aussetzen die Kinder aus ihrem Leben streichen könnte? Es war Februar in Ohio, also ziemlich kalt. Ich bezweifle, dass die Kinder warm angezogen waren. Hoffte Britney etwa, dass die Kälte den Rest für sie erledigen würde? Eine grauenhafte Vorstellung. Das Gutachten zeigte ganz klar, dass Britney keine mentale Erkrankung hat und sehr wohl weiß, wie ihr geschah. Die Tatsache, dass die Kinder scheinbar schon vorgängig einiges in diesem Haus durchmachen mussten, lässt daran zweifeln, dass Britney die liebevolle, unschuldige Mutter war, die sie zu zeichnen versucht. Wir könnten hier noch stundenlang spekulieren, doch das möchte ich nicht. Ihr könnt mir jedoch eure Gedanken gerne in die Kommentare schreiben. Die Gerichtsprozesse werden hoffentlich zumindest ein paar Antworten auf die Fragen liefern, die vielen von uns durch den Kopf gehen. Wie gesagt, wir sind in diesem Fall noch nicht am Ende angekommen und ich werde euch ein ausführliches Update machen, sobald die Prozesse durch sind. Entsprechend ist das heute eine ziemlich kurze Folge, doch ich fand es wichtig, James' Geschichte Gehör zu verschaffen. In seinem Sinne möchte ich die heutige Folge auch mit ein paar Worten zu James beenden. James war ein aufgeweckter kleiner Mann, der für sein breites Grinsen bekannt war. Er war Erstklässler und seine Lehrer beschrieben ihn allesamt als einen unglaublich liebevollen kleinen Jungen. Jeden Tag, wenn er das Klassenzimmer betrat, umarmte er seine Lehrer und schenkte ihnen sein breitestes Lächeln. Er war wissbegierig und immer fröhlich.
Ein unglaublich süßer, kleiner, unschuldiger Junge, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte. Ruhe in Frieden, kleiner James. Du wurdest von so vielen Menschen geliebt und wirst tagtäglich schmerzlich vermisst. Und nun möchte ich euch trotz dieser sehr traurigen Geschichte ein schönes Wochenende wünschen. Verbringt Zeit mit euren Liebsten und genießt jede Minute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.